Es ist ein grauenvoller Anblick. Nach einem schrecklichen Lastwagenunfall im südmexikanischen Ort Chiapa de Corzo tragen Helfer Tote zu einem Sammelplatz auf dem Asphalt, packen sie in Leichensäcke. Die Opfer sind Migranten aus Mittelamerika und wollten auf den Weg in ein besseres Leben. Nach ersten Angaben sind mindestens 53 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Augenzeugen zufolge soll der Fahrer gerast sein. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Mit seiner menschlichen Fracht knallte der Truck gegen eine Fußgängerbrücke. US-Medien zufolge sollen die Menschen aus Guatemala stammen. Aus Angst vor einer Festnahme sind einige sogar vom Unfallort weggehumpelt. $3.500 haben die Opfer für die Passage bezahlt. Von Mexiko aus sollte es in die USA gehen. Nun sind viele tot und die Überlebenden haben es nicht mal in die Nähe der US-Grenze geschafft.